Hallo, hier ist Ralf von Jodeland. Ihr kennt vielleicht die praktische Feuertische von Petromax. Auf den ersten Blick habe ich hier so einen eingepackt. Aber was ich euch heute zeigen möchte, ist ein Gastisch. Das ist im Grunde vom Design her, von der Funktion, also vom Aussehen her, der gleiche Tisch, aber mit einem 5 kW Gasbrenner drin eingebaut, sodass ich, wenn ich dann mal nicht auf Feuer kochen will, dass ich die Alternative habe, ein schöner, hoher Gaskocher zu haben. Den möchte ich jetzt einfach mal auspacken und mit euch da reingucken, was sich in diesem Karton befindet. Kommt schon mal gut verpackt daher, wobei mich diese weiße Bänder hier, ich finde, das ist ein Haufen Müll. Zumindest wenn wir dann vieles in den Gastisch auspacken oder viele andere Dinge. Aber egal, dafür ist hier ein Karton verpackt. So, was sehen wir denn hier? Erstmal ein Gasschlauch und einen Druckminderer, damit wir den an unsere Flasche anschließen können. Und der eigentliche Tisch hier. Der Tisch kommt gut verpackt daher. Über Styropor mag man streiten, aber ich denke, es ist einfach dem hochwertigen Produkt geschuldet, dass es sicher verpackt ankommt hier. So. Was haben wir denn noch? Hier haben wir den Windschutz. Auch super verpackt, dass er ohne Kratzer ankommt. Die meisten Dinge verschicken wir doch im Versandhandel und die gehen dann hin und her. Und hier unten haben wir noch die Füße. Ja. Jawohl. Das sind die gleichen Füße wie beim FE45, dem normalen Tisch. So, wenn den jetzt zum letzten Plastik befreie. Das sind die Füße hier. Die für die Feststellschraube, und hier kann ich noch eine Ablage, die es optional dazu gibt, einhängen. Eigentlich ein tolles Stück. Da haben wir ihn. Hier noch mit einer Brennerauflage. Brauchen wir erstmal nicht. So. Der 5 kW Brenner sieht schon mal hochwertig verarbeitet aus. Der Tisch selber, beim normalen Feuertisch, habe ich hier einfach eine Platte drin und in den Rahmen ist jetzt dieser Brenner hier rein montiert und jetzt bauen wir erstmal die Füße dran, dass wir ordentlich dran arbeiten können. Diese kleine Tüte, die haben wir erstmal noch im Karton fleißig suchen müssen, aber sie sind da. Und das sind 4 Knebel, würde ich sagen. Nennen wir sie. Die kommen hier rein. Dann kann ich hier aufstecken und Fisch ziehen. Da wir keine Ablage montieren, ist die Stellung von diesen Löchern uns erstmal egal. Ich schraube das einfach so an, wie es mir jetzt bequem ist.
für diese Knebel hier. So, wunderbar. Den Windschutz kann ich einfach nur aufstecken oder ich habe hier noch ein paar kleine Flügelschrauben, um den auch fest zu machen. Ihr seht hier an der Auflage diese Clips und die Nude und da muss das hier passend gemacht werden. So, hier drauf und noch ein bisschen ziehen und ein bisschen drücken. Es könnte etwas passgenauer sein, aber jetzt ist genug Spannung drauf und jetzt hält es perfekt. Zuletzt habe ich hier seitlich den Gasschlauch anzubringen. Immer dran denke, ein Gasgewinde ist ein Linksgewinde. Das heißt, hier schraube ich schon mal andersrum an und der Druckminderer mit 50 Millibar wird mitgeliefert. Auch hier wird linksrum festgeschraubt. Diese zwei Verschraubungen hier, die kann ich mit einem Schraubenschlüssel festziehen. Diese Verschraubung zu der Gasflasche, die immer nur handfest anziehen, weil ihr macht euch schon die Dichtung kaputt, wenn ihr das mit der Zange anschließt und dann kriegt ihr diese Verbindung irgendwann mal nicht mehr dicht. Von daher die zwei mit einem Schlüssel anziehen, die hier handfest anziehen. Von der Bedienung her gibt es wenig zu sagen. Ich habe hier einen Bedienknopf, den kann ich drücken, komme hier über die Zündung weg. Man hört es. Die Piezo-Zündung. Bin dann direkt auf maximaler Flamme und kann dann, wenn sie brennt, den Knopf auch loslassen und kann hier weiter regeln auf kleine Flamme. Dann jetzt hole ich mal eine Gasflasche, dass man das ausprobieren könne. So bin ich auf Minimum. Das ist jetzt die kleinste Flamme, die dieser Brenner kann. Und die größte, das sind 5 kW. Da bringt also ordentlich Leistung. Was ihr hier seht, ist der Flammenwächter. Der guckt also tatsächlich, ob die Flamme brennt, solange Gas ausströmt. Der wird quasi überbrückt, indem ich den Knopf reindrücke. Dann strömt Gas, aber im losgelassenen Zustand wird nur Gas fließen, solange auch eine Flamme brennt. Hier habt ihr Piezo-Zünder
Weiß nicht, sieht man da Zündfunke? Damit starte ich diesen Brenner hier. Wenn ihr hier zwar einen Funke habt, aber das Gas nicht angeht, gibt es zwei Ursachen. Entweder ihr habt noch Luft im Schlauch und es geht einfach einen Moment, bis dann Gas am Brenner ankommt. Oder der Abstand von der Zündelektrode stimmt nicht. Dann kann man den einfach ein bisschen nachjustieren, dass der Zündfunke auch mächtig genug ist, um das Gas zu zünden. Also die Schwierigkeit könnte sein, dass er zum Beispiel zu nah angedrückt ist. Dann seht ihr zwar einen Zündfunke, aber es zündet nicht. Man entfernt die Elektrode einfach einen Millimeter und dann zündet die auch wieder. Ja, der Petromax Gastisch. Viel mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Er ist ruckzuck aufgebaut. Wie gesagt, ich kann jetzt die Füße hier noch so justieren, dass ich dann später meine Ablagefläche unten noch einsetzen kann, wenn ich das denn möchte. Aber so wie er im Lieferzustand kommt, sind es vier Füße anschraube, der Windschutz einstecke und die Gasflasche anschließe und das ganze Ding ist im Betrieb. Ich kann, habe hier eine angenehme Arbeitshöhe zum Kochen. Ich kann den Brenner natürlich auch auf seine kurze Füße aufstellen. Das heißt, ich kann ihn auf der Boden stellen. Das wird dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich denke, gut, oder sagen wir so, er unterscheidet sich von anderen Hockerkochern, Gaskochern, tatsächlich in der Einfachheit des Aufbaus, im Gewicht. Er ist zwar schwer, aber immer noch leichter wie ein Hockerkocher mit festen Füßen. So kann ich also ihn gut transportieren und habe trotzdem eine ordentliche Höhe. Die Piezo-Zündung ist sehr von Vorteil, dass ich ihn einfach anschalten kann. Und die Auflage macht mir einen sehr soliden Eindruck. Der Windschutz finde ich klasse. Das ist nämlich, wenn wir draußen unterwegs sind, immer unser großes Problem, an einem normalen Hockerkocher noch einen Windschutz zu basteln. Auch der Brenner selber ist gut gekapselt, so dass ich wenig Leistungsverluste habe und die beste Ausbeute aus meinen 5 kW dann rausholen kann. Probiert ihn aus, wir werden ihn demnächst ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß, euer Ralf von Jotteland.